Schön, und ich hänge jetzt hier oben fest. Super. Also es geht nicht anders, ich muss das jetzt gerade mit der Lösung machen, weil das Rätsel für die Tür unten hängt an dem Fenster wahrscheinlich bei diesem Handelsraum. Und in diesem Zimmer jedenfalls befindet sich ein Zettel mit Farben drauf. Und das wäre nämlich das, was mir helfen würde bei diesem Rätsel. Ach, warte mal. Das habe ich doch gar nicht gesehen. Kann ich doch wieder nach unten? Da war es nämlich doch nicht mit Lösung. Oder komme ich dadurch nur weiter nach oben? Kann ich weiter nach oben? Nein, weiter nach oben kann ich nicht. Okay. Ah nein, ich habe die Steinplatte doch gar nicht. Oh, Mist. Vielleicht schaffe ich es ja. Ich wollte gerade sagen, geht das auch wieder runter? Okay. Dann gucke ich da nochmal. Aber wenigstens weiß ich jetzt, warum mir das überhaupt nicht bekannt vorkommt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann geht's mal den Anfang. Ich nehme mal an, dort. Ja, jetzt im Nachhinein, wo ich davon gelesen habe und alles und drüber nachdenke, fällt es mir auch ein, dass ich hier mal durchs Fenster so gucken konnte. Beziehungsweise irgendwo durchs Fenster. Ah, da ist das mit den Symbolen. Okay. Da zum Aufschreiben. Und zwar Kreis, Viereck, Dreieck. Dann das Sechseck und die Raute. Okay. Ist nicht mal auf die Idee kam, hier reinzugucken. Ach, das ist dann, glaube ich, auch sogar der Raum, wo ich reinkomme, ne? Kann das sein? Nehme ich mal an. Aber werde ich ja dann sehen. Ja, das da brauche ich. Ja, Steinplatte kann ich ja von dort aus nicht mehr mitnehmen. Scheiße. Nein, Steinplatte brauche ich. Die muss ich mitnehmen. Sonst komme ich nicht nach oben. Habe irgendwie gedacht, die wäre ja überall vorhanden. Vor allem sonst komme ich auch ohne Steinplatte gar nicht hier runter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, das. Ach, ich muss. Ah, okay. Kreis. Das. Dann das. Dann das Sechseck und dann die Raute. Ich wollte gerade sagen, los, öffne dich! Ja, guck mit den Juwelen dort auf dem Tisch. Und. Da ist die Kugel, ja, das ist genau der Raum, okay. Was haben wir hier? Ach, da ist das mit den Farben. Okay. Rot, rot, grün, blau. Okay. Was haben wir hier noch? Hier sonst gar nichts mehr weiter. Kann ich die Tür aufmachen? Ach, Tatsache, ich kann die aufmachen. Gut. Das freut mich. Das könnte im Endeffekt dann eine Abkürzung. Na gut, Abkürzung brauche ich ja nicht mehr sein. Aber jetzt, wenn ich das wenigstens unten vergeige, komme ich wenigstens schneller wieder hierher. Oder nimmt sich das gar nicht? Egal. Ab jetzt mache ich keine Fehler mehr. So. Schade, das Symbol muss ich nochmal malen.
ablegen und hoch damit und... So, also es war rot. Warte mal, ich drücke einfach mal rot, rot. Grün, blau, ne? Ja. Grün. Blau. Ha! Aha! Hahaha! Schön! Okay. Oh Gott. So eins, so, 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 so. Hol ich erstmal die Platte her. Die auch noch nicht mal hier liegt. Okay. Liegt dann immer noch unten im Gang. Ach, noch, ja, komm. Jetzt könntest du nicht über irgendwas steigen. Ajo! Überall bleib ich hängen. Ja, die ist. Ey, ich bleibe an irgendwas Unsichtbarem hängen. Ach Mann, was ist das denn? Ja, ich bleib an irgendwas Unsichtbarem hängen. Toll. Habe ich gut gemacht, ne? Ach, Mann. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe einmal kurz aus dieser Welt raus und dann wieder rein in der Hoffnung, dass es alles dann normal ist. So wie es sein soll. Also bis gleich. So, nachdem das letzte Mal das so schön rumgebackt hat, wahrscheinlich irgendwie ein Baro in der Wand, der nicht wegging, keine Ahnung, jedenfalls kam ich nicht näher. Zum Glück habe ich einen Spielstand von vorn noch gehabt, per Zufall, aber wirklich per Zufall, so dass ich von dem aus jetzt weitergespielt habe, beziehungsweise das nochmal alles nachgeholt habe. So. Das war das Symbol von dem einem Podest. Und mal gucken. Ja, da ist es. Nehmen wir mal direkt mit. Man weiß ja nie. Ah ja. Oh Mann. Hör auf damit. Hör auf, mich immer zu erschrecken. Wieder einmal hast du mich mit deinen Fähigkeiten beeindruckt. Es war nicht einfach für dich. Der Weg, den du gewählt hast, war der Weg der Crash. Der Weg der Krieger. Der Weg der Eingeborenen, die für uns die Bestien unterwarfen. Wie ist es ihnen ergangen? Ob sie wieder zu Barbaren geworden sind? Welch eine Verschwendung. Die größten Zerstörungen verdanken wir denjenigen, die nie verstanden haben, was Dani ausmacht. Und gerade sie sollen es neu erbauen? Ja, sollen sie. Keine Ahnung. Hab nicht mehr zugehört. Okay, hier ist nichts. Ne? Hier ist nichts. Hier ist das mit diesem Steg. Warum auch immer?
finde ich auch noch ein bisschen komisch. Kann ich da irgendwie hoch oder so? Nee, ne? Nee, okay. Dann gucke ich noch hier, ob es hier irgendwas gibt. Ich habe mich hier ein bisschen verirrt. Ah, stimmt, ja, okay. Das war eigentlich der Weg, den ich lang gehen wollte. Da komme ich wahrscheinlich... Ach doch, hier komme ich durch. Wohin führt mich das? Zu nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob das Musik ist, aber ich höre immer so ein komisches Dröhnen. Wie das Atmen von einer Bestie. Komme ich da hoch? Nein, noch kurz. Hallo? Also ich glaube, ich muss so oder so hier hin. Weil bei den anderen Sachen gibt es nichts. Ja, okay. Okay. Und okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss.